Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uli von Immer am Limit. Hallihallo zusammen. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen impulsiven und dramatischen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen auf diesem Kanal gefunden hast, denn hier bist du genau richtig. Lang ist es her, dass ich diesen Titel der Resident Evil-Reihe gezockt habe. Allerdings muss ich sagen, dass ich ihn nur mal so für 2-3 Stunden angezockt habe. Liegt aber auch daran, dass ich nie wirklich Fan der Resident Evil-Reihe war. Demnach freute ich mich umso mehr, dieses Game zusammen mit Jan zu zocken. Wie kam es dazu? Ganz einfach. Olle Jan ist ein absoluter Resident Evil-Fan und hat mich angefixt, was das angeht. Also da er vor kurzem Resident Evil 2 das Remake gezockt hat und absolut begeistert war. Demnach dachten wir uns, lass uns einfach den Koop-Modus mal gemeinsam spielen aus Teil 5. Ja, ein nettes Let's Play ist daraus entstanden und jetzt bin ich heiß darauf, die Geschichte fortzuführen. Dementsprechend dachten wir uns, machen wir einfach mit Teil 6 weiter. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern lass uns direkt losgehen. Wie sieht's aus mit dir, Jan? Hast du Bock oder was? Natürlich, ich habe Resident Evil Teil 6 ja noch gar nicht gezockt, deswegen bin ich richtig nervös und richtig gespannt, wie es jetzt losgeht. Wunderbar, deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, sondern direkt rein ins Game. Auf geht's! Ja, liebe Freunde, und da sind wir auch schon im Prolog des Spiels. Wir können das erste Mal Hand anlegen an Jutta Helena hier. Wir sind leider noch nicht verkuppelt sozusagen. Also der Jan und ich sind jetzt noch nicht in einer Party und noch nicht im Koop-Modus, denn jeder muss am Anfang hier dieses kleine Tutorial für sich allein machen, um erstmal in die Spielmechanik reinzukommen. Also Jan ist demzufolge jetzt auch gerade in der Person von Leon verknüpfelt und muss die Helena retten, genauso wie ich. Ja. Werden aber gleich, wenn wir im Koop-Modus sind, Charaktere tauschen und jeder hat dann seinen eigenen Charakter. Ich werde den Leon spielen. Los, es ist noch nicht vorbei. Nicht die Helena. Helena. Ach, das auch noch. Also aber nur eine Person, also Helena. Und die sind zum Glück zu laufen. Ich halte sie nur auf. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man das einzeln durchspielen muss, diesen Prolog oder so leicht kommen sie nicht davon. Was weiß ich, und dann erst das eigentliche Spiel starten kann. Ja, das ist halt Tutorial, sag ich jetzt mal, ne? Das soll jeder für sich machen. Ja, finde ich es auch komisch, aber ja gut. Wir haben sind wir wohl durch. Jetzt wird nicht aufgegeben. Das müssen wir wohl. So, jetzt stehe ich hier vor der Tür, muss die Tür hacken. Da ist eine Stange an der Seite. Nimm die doch. Jawohl. Er ist clever, der Leon. Du, der ist clever. Ja. Kann froh sein, dass das Mädel nicht ganz so schwer ist. Dann kann es wenigstens mit einer Hand tragen. Na. So, und jetzt hier. Bam. Und nochmal. Bam. Na komm, noch ein Ruck. Und bam. Jawoll. Die gibt sich auch keine Mühe, du. Nee. Liegt da voll in seinen Armen. Reicht. Voll in Love. Aber die hat nicht so einen Knackhacker wie die Sheva aus Teil 5. Finde ich nee, schade. Absolut nicht. Da kann ich mir meinen Spruch auch verkneifen. Ja. Und über die Leisten ziehen, meinst du? So ist es, Uli. Aber du weißt, was ich meine. Aber dafür hat sie ein hübsches Gesicht, finde ich. Also das muss man ja wohl... Wir haben es fast geschafft. Oder das liegt einfach nur an der Jeans, die sie trägt. Ist das eine Jeans oder eine Korthose oder irgendwie so was? Ich meine, ist schon eine Bühü, ne? Also schöne Büffelhüfte hat sie auf jeden Fall. Ja. Ja. Nicht so mein Geschirr. Auf jeden Fall gebärfreudiges Becken. Ja, genau das Richtige für Leon. Ja. Muss ja auch irgendwann Resident Evil 7, 8 und 9 rauskommen, ne? Der alte Schmierhaarjunge da. Aber wirklich. Schön Pomade in der Haare. Muss los, sagt er.
Machen wir eine Pause. Wir machen Pause. Vitali, machen Pause. Links, rechts, links, rechts. Ah. Hier drin okay. Muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Erste-Hilfe-Kasten, das ist aber bestimmt hier im Auto. Im Auto? Du bist erst am Auto oder bin ich schon dran vorbei? Gute Soldaten so sterben zu sehen. Zack. Scheibe eingeschlagen. Und das Pflänzchen mal rausgeholt. Leon, sind Sie da? Das rauchen kannst, das Pflänzchen, ne? Anigen. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Ja, dann gehen wir mal in den Gegenstandsslot öffnen. Wählen die Medikamente aus. Die wollen wir kombinieren mit weiteren Medikamente. Und daraus machen wir jetzt Tabletten, oder was? Ah ja. Ja. Jetzt können wir die verabreichen. Ah ja, das war Low-Kick. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Oh oh. Zombie in Anmarsch. ESAA-Soldat. Bisschen bleich, der Junge. Ja. Nicht besonders hübsch. Nicht sein Tor. Ah ja. Jetzt will er mich beißen. Aber mit mir nicht. Nicht mit dem Commander. Oh. Das Messer steckt wohl fest. In seinem Kopf. Jam, jam. Man muss ständig auf der Hut sein. Aber ständig auf der Hut. So, und ich muss mich jetzt wahrscheinlich erstmal heilen. Oh, kurz mal eine Tablette eingeschmissen und zack, sind wir wieder. Also sage mal, wieder ein Low-Kick. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Ein bisschen kacke im Gesicht, die gute Helena. Leon aber auch. Sie müssen da weg. Ist das Gülle? Wir gehen zum Quartier. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Hannigan, ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. So, mit L1 die Wegfindungshilfe einblenden. Machen wir hiermit. Ah ja. Okay. So, Tür öffne dich. Okay. Ui. Was zum Teufel? Sehr dramatische Musik. Okay. Oha. Da ist wohl Stau. Zombie-Stau. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Gut, dann springen wir doch mal rüber. Oh, ein Zombie. Bleib mir auf dem Weg. Was der nächste? Oh, Schießen geht hier deutlich besser, finde ich persönlich. Ah, der ist ausgewichen. Oh, ich habe hier sogar noch andere Waffen. Nice. Oh.
Finde ich gut. Okay. Kriechen aus ihren Löchern. Hinter mir. Denn die alle. Warte mal. Bleib doch einfach liegen. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, ein Flugzeug. Und es fällt. Oh, oh. Ist das Öl, was da ausläuft? Ich glaube ja. Boom. Explosion. Jawohl. So, und wo ist Helena jetzt? Plötzlich kann sie wieder ihre Beine in der Hand nehmen und rennen, oder wie? Ja. Komm ja schon. Ah. Halt uns nur die Zombies vom Leib. Da hängt einer an meinen Fersen. Zack, ein Tritt ins Gemächt und tschüss. Läuft doch. Was zum? Oder auch nicht. Verdammt, ich krieg ihn nicht hoch. Er kriegt ihn nicht hoch. Verdammt, ich krieg ihn nicht hoch. Ja, so klar. Tschüss. Was Leon alles achten muss. Fliegen, schießen. Festhalten. Helena schöne Augen machen. Der S-Bahn schmusen. Und kurz mal im Gebäude parken. Das ist schon echt ein Superheld. Autschen. Auch das noch. Zombies ohne Ende. Zombies. Oh oh. Ich glaube, wir müssen springen. Jawohl. Oh, nochmal Glück gehabt. Alles okay? Kam die Lampe runter. Da kam die Lampe runter. So, wir müssen jetzt hier zum Ausgang. Helena, alles klar bei dir? Ich hoffe ja. Ich weiß, du kannst mir noch nicht antworten, aber... Du wirst mir gleich antworten. Roger. Wenn deine Seele Jan gehört. Ja. Irgendwas ist hier faul. Entschuldigung, ich war's. Oh ja, Leichen ohne Ende. Noch nicht genug?
Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Alle Nationen zusammen, wir tragen die Wissen, hat die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich werde alles, um die Fakten offen zu legen, verursacht auf zwei Zeitfahren. Wenn wir überhaupt eine Chance. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Wie bitte? Er war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja. Ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. So, meine Lieben, da sind wir auch schon miteinander verknüpft. Jan ist jetzt an meiner Seite. Und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt gemeinsam hier die Geschichte zusammen erleben dürfen. Ihr dürft dabei sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Aber bevor es richtig losgeht, würde ich sagen, ja, sehen wir uns am besten in der nächsten Folge wieder. Denn diese Folge ist jetzt auch schon vorbei. Und die Geschichte führen wir natürlich in der nächsten Folge fort. Jetzt habt ihr zumindest schon mal einen kleinen Einblick vom Prolog bekommen. Und in der zweiten Folge geht's dann los mit uns beiden hier. Ich hoffe, ihr habt Bock, genauso wie wir. Also, meine Lieben, falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und natürlich auch einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst ein kostenloses Abo da. Würde mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. So sieht's aus. Ich wollte auch noch mal sagen, weil ich war an diesem Spiel ja fast kaum beteiligt, außer jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo, meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Immer schön lecker bleiben. Und tschüssing. Ja.